Wir sind in Lenz am See. Hallo und herzlich willkommen an der Mecklenburger Seenplatte. Ja. Wir haben hier einen ganz zauberhaften Stellplatz gefunden am Plauer See am Lenzer Hafen. So heißt es. Genau. Das ist, der Toni war ein bisschen überrascht, wie wir hierher gefahren sind, weil es so ein kleines Sträßchen ist durch den Wald. Wir haben noch drei Rehe getroffen, die sind sonst so über den Weg gehüpft und haben uns den Weg gewiesen. Ja. Also, fahrt weiter, ihr kommt auf jeden Fall in Lenz am Wasser an. Dann müsst ihr euch einfach rechts halten, Lenzer Hafen ist nicht zu übersehen. Und dann gibt es hier insgesamt ungefähr 20 Stellplätze auf einer Wiese, sehr eben, direkt am Lenzer Kanal. Ich habe ja alles schon gefilmt. Ach so. Ja, direkt am Lenzer Kanal. Und 5 oder 6 Stellplätze gibt es tatsächlich direkt noch auf der anderen Seite mit eigenem Bootsanleger. Also wenn ihr mit Wohnmobil und Boot unterwegs seid, müsst ihr unbedingt hierher fahren, weil das ist perfekt. Das aber auf jeden Fall reservieren, vorher mal anrufen, weil die sind, glaube ich, sehr begehrt. Also ja, und in der Hochsaison empfiehlt es sich, glaube ich, sowieso vorher anzurufen und mal nachzufragen, ob was frei ist, weil hier direkt am Wasser ist schon schick. Wir stehen jetzt alleine, ja. Aber das ist wirklich nur, weil Zufall, noch die Saison noch Anfang nicht so richtig gestartet ist. Ja, ja, genau. Es ist eng, muss man vielleicht dazu sagen. Es ist eng, man kommt, also glaube ich, nicht mit einem 9-Meter-Fahrzeug hier gut zum Rangieren, ist schwierig. Ja, das wird schon funktionieren, aber halt, wenn man eng auf dem Platz steht, kann man die Markise so einen halben Meter raus und vielleicht einen Stuhl raus. Aber es ist dann schon, wenn es hier ist, schon eng. Ja, ist es eng. Dafür aber dafür ist es schön. Ja, und man kann sich schön hier ans Wasser setzen und Bootchen gucken. Haben wir auch schon. Sieht zwar jetzt gerade nicht so aus, also wir haben nicht gesessen, aber von drinnen haben wir schon Bootchen sehen können, die hier vorbei tuckern, weil gleich auf der anderen, also hier ist erstmal noch die Hafengaststätte, sehr zu empfehlen. Matthias mit Bratkartoffeln, ganz fantastisch. Und auf der anderen Seite von der Gaststätte ist noch dann der Hafen, wo eben die Bootchen hin und her tuckern alle. Genau. Wo auch die Stellplätze mit Bootsanleger sind. Hunde sind erlaubt. In der Gaststätte, da dürfen die Hunde dann nicht mit rein, aber es gibt noch eine wunderschöne große Terrasse und da dürfen die Hunde dann natürlich auch mit, das ist kein Problem. Es gibt Toiletten, Herren- und Damentoilette, da gibt es einen Code für, wenn man sich hier angemeldet hat, mit so einem Tippfeld an der Tür, da kann man dann einfach reingehen, wenn man den Code hat, aber es kommt eben nicht jeder rein. Ja. Ja, Strom gibt's. Ja, gegen Strom Automat. Gibt's 1 Euro für 2 oder 5 kW oder sowas, ja. Ja, aber reicht denn. Ich meine, wir standen jetzt ohne Strom, weil wir genug haben und das ist nicht so traumatisch. Ja. Chemietoilette kann man nicht entsorgen. Also man kann, nein, falsch. Toilette kann man entsorgen, aber ohne Chemie. So rum, weil die hier eine Sicker-Kläranlage haben und nicht direkt. Bio-Kläranlage. Oder eine Bio-Kläranlage, ja. Und da macht die Chemie natürlich in so einer kleinen Kläranlage sofort alles zunichte, ja. Also ohne Chemie entsorgen, mit Chemie nein. Kauwasser geht natürlich. Ja. Wir haben jetzt 16,30 Euro bezahlt für 7,40 Meter Auto inklusive 3 Personen. Hund. Entsorgung. Ja, das war's, für alle dabei ist. Ja. Strom, wie gesagt, kostet extra 1 Euro mit Münzeinwurf direkt am Automaten. So, jetzt sind wir wieder da. Die Enten sind vorbeigeflogen. Wir müssen noch Sterne vergeben. Richtig. Ich würde sagen, 8 Sterne. Würde ich auch sagen. 8 Sterne, weil es ist doch ziemlich eng. Es ist zwar alles sehr schön, aber ziemlich eng. Und 16,50 Euro für 16,30 Euro. 30 ist schon ganz schön. Ist happig. So, kleiner Nachtrag zum Wohnmobilstellplatz am Lenzer Hafen. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Denn Entsorgung ist nicht inklusive. Wir haben jetzt für Toiletten und Abwasserentsorgung nochmal 2,20 Euro extra bezahlt. Also zu den 16,30 Euro Stellplatzgebühr, die waren für ein Wohnmobil über 7 Meter plus 3 Personen. Und jetzt kommen nochmal 2,20 Euro dazu, die wir an den Hafenmeister direkt bezahlt haben, für einmal Toilette entsorgen und einmal Abwasser ablassen. Frischwasser hingegen ist inklusive. Anscheinend. Wir vergeben 7. 7 Leni und Toni Sterne für den Wohnmobilstellplatz am Lenzer Hafen.
Besonders hervorzuheben ist jetzt am Ende noch, wir sind hier gestern relativ spät angekommen, ohne Anmeldung, hatten Glück, die Schranke war noch offen und das waren in der Gaststätte noch eigentlich alle da, waren aber zum Aufbruch bereit. Also es war alles schon ausgeschaltet, die hatten die Jacken an und dann kamen wir hier an und die haben alles nochmal aktiviert, haben extra für uns nochmal die Küche gestartet und wir haben super lecker Essen gekriegt, obwohl eigentlich die Küche leer war. Dafür unseren herzlichsten Dank, wir haben uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt. Frau Marlow hat sich auch noch, das ist die Betreiberin, um Brötchen gekümmert. Heute Morgen um 8:30 klopfte es dann an unsere Tür und wir haben die Brötchen wie bestellt bekommen. Also das war ganz, ganz, ganz zauberhaft. Ich würde den Platz auf jeden Fall weiterempfehlen und würde gerne noch mal im Hochsommer herkommen, um zu gucken, wie es dann ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Ansonsten könnt ihr uns natürlich berichten, wenn ihr hier steht, wie ihr es vorgefunden habt. Also. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und viel Spaß hier. Tschüssi. Tschüss.